Hallöchen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Half-Life. Das dritte Mal, den dritten Tag in Folge bin ich hier am Rumströmen. Das ist ja unfassbar. Ah ja, healthmäßig sieht es nicht so gut aus. Das ist ein Problem. Da hinten liegt an sich Health. Aber wir haben hier ja schon gemerkt, hier ist so ein Heckenschütze unterwegs. Tja, schaffen wir den irgendwie? Mal gucken. Ich speichere erstmal vor Freude direkt nach dem Laden. Ja, jetzt ist die Frage, können wir den erstmal erledigen, wenn das überhaupt ein Mensch ist oder ein, wie auch immer, ein Roboter ist es ja nicht, den haben wir ja weggepatcht, ne? Ob es ein Soldat ist, ja, oder irgendwas Selbstschießendes, das weiß ich halt nicht. Wir können es ja mal versuchen. Irgendwie schießt ja normalerweise immer zu niedrig, vielleicht versuchen wir es mal so. Das hat nicht so gut funktioniert. So, ich habe halt keine Ahnung, ob es den jetzt erwischt hat. Wir probieren es einfach mal. Weißt du was? Schauen wir mal, was passiert, wenn wir uns das da hinten holen. Oh. Vorsichtig. Vielleicht können wir uns hier ja irgendwie so dahinter schleichen. So irgendwie. Das nehme ich auch gern. Und dann einmal so. So. Und dann krabbeln wir einfach weiter. Ja, so viel dazu. Toll. Voll. Und schon haben wir wieder weniger Health als vorhin noch. Also es ist ja so unfassbar. Weißt du was? Wir probieren einfach mal, ob wir hier weiterkommen. Vielleicht müssen wir da hinten ja auch irgendwie hin, um uns hier, was weiß ich, irgendwie einen Code zu holen oder keine Ahnung. Na, es geht einfach so. Es geht einfach so. Alles klar. Ja. Ich stiefel jetzt hier mal rein. Ist mir shit egal. Es hätte nur irgendwie mehr gebracht, wenn ich direkt hierher gelaufen wäre. Ne? Also irgendwie ist so ein bisschen albern. So. Ah ja, das war das leise Tor nämlich. Okay. Ja, haben wir noch ein bisschen... Oh! Okay, wir haben noch eine Chance. Hey, immer positiv sehen, wir haben noch eine Chance. Ja, weißt du was? Ich probiere nochmal, ob ich mir das holen kann. Weil ich ja nicht lernen will. Ja. Das hier einmal kaputt machen. Das hier einmal holen. So. Ich speichere hier mal, weil ich ganz, ganz gefährlich lebe. Das ist doch nicht wahr. Haben wir überhaupt eine Chance, hier zurückzukommen, ohne dass er uns trifft? Ja, haben wir. So ungefähr. Gut. Jetzt haben wir das Health geholt. Auch wenn es nicht so viel bringt. Das sind so kleine Päckchen irgendwie. Ja. Dann speichere ich vielleicht gleich nochmal, wenn wir hier durchgestiefelt sind. Und dann versuchen wir uns mal hier da durchzukämpfen. Genau. Speichern. Weiter. Wir haben sogar ein paar Nades. Die sollte ich auch anwenden entsprechend. Ja. Ich muss mich irgendwo anders hin verziehen. Die sind zu schnell. Zu schnell für den Offi. Das ist das Blöde. Ja. Uah. Dann eben so. Yeah. Okay, es war nicht... Ach, hier ist auch so... Ja, das hätte man natürlich verwenden können. Das ist durchaus richtig. Ja, aber es hat ja einigermaßen funktioniert, oder? War jetzt ein bisschen verschwenderisch vielleicht, aber hey. So, und wo ist da unten? Ach so, das wird sicherlich das Silo sein. Das Silo überhaupt. Können wir das nicht einsammeln? Ist das euer Ernst? So, sind die dahinter? Wahrscheinlich schon, oder? Wir könnten mal Folgendes probieren. Hier erstmal reloaden. Genau, dann haben wir wenigstens eine Chance, etwas aufzunehmen und hier auch mal reloaden. Dann können wir sicherlich, ja, dann können wir noch was aufsammeln. Gut, alles klärchen. Gut, dann, weißt du was, weil ich so optimistisch bin, speichere ich hier auch mal. Und wir haben ja gelernt, dass man einfach rangehen muss an die... an die Tore. So, seid ihr denn hier, Lieben? Aha, ja... Ich sehe Lasers. Und? War's das? Ja, wenn wir da durchgehen, dann ist bestimmt Stress. Also garantiert. Das klingt so nah. Oh, man kann es verschieben. Also. Könnten wir eventuell. No, könnten wir uns da vielleicht dran vorbeiarbeiten? Irgendwie, warte mal. Einmal. Habe ich das gerade in die Wand geschoben? Es tut mir sehr leid. Ja, irgendwie so. Irgendwie so. Ja, und jetzt hier hoch vielleicht? Ich weiß ja nicht so recht.
Hohoho, also, das ist sogar explosiv. Na gut, dann so funktioniert es nicht. Das haben wir damit schon festgestellt. Aha. Also. Das soll hier TNT sein. Ich verstehe. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie da hoch oder da hoch. Über diese Kisten hier. Ich komme hier irgendwie nur nicht gut vorbei an der Kiste. Das ist blöde. Ich könnte sie ziehen, ne? Das wäre natürlich eine Maßnahme. So was, das probiere ich mal. Kann ich hier stehen? Ja, ich denke schon. Und das Ziehen, das ist eine einzige Katastrophe immer. Das Schieben geht ein bisschen besser zumindest. So irgendwie hier, so wird ein Schuh draus. Also. Hallöchen, lieber weiser Kadava, wie geht es denn so? Hältst du es denn überhaupt noch aus mit dem Ochi hier? Einen Tag nach dem anderen, das ist ja der Wahnsinn. Und immer mit dabei, der Liebe. So, hier einmal. Vorsichtig. Yes, sir. Also was? Ich mache hier mal eine Speicherung. Vorsicht. Freut mich sehr. Vorsichtig, können wir hier. Was? Ah, ich dachte schon. Ich dachte schon, wir kommen hier nicht durch, aber doch. Ah. Ja. Ihr habt meinen Freund umgebracht. Dafür werdet ihr. Wow! Ernsthaft? Gut, probieren wir es anders. Wie wäre es denn? Wir könnten auch mal die großen Kanonen auspacken. Also hier die Nades und so. Diese Päckchen. Aber eigentlich sollte es nicht zwingend notwendig sein. Es müsste doch irgendwie so zu schaffen sein. Gut. Können wir ihn vielleicht mal da so hinziehen oder so? Alter, die haben ja voll aufgeräumt. Ja, so ein Mist. Void Motion hier. Machen wir gleich. Ich gucke erstmal ein kleines bisschen. Oh, fancy. Settler. Ach so, ja. Hier ist natürlich die Kontrollstation überhaupt, ne? Machen erstmal so. Erstmal ein bisschen nachladen. Apropos nachladen. Müssen wir nachladen? Nö, geht. Geht einigermaßen. So, was haben wir hier? Irgendwelche mikroskopischen Aufnahmen und makroskopisch und überhaupt. Ja. Genau. Aber die haben es leider alle hinter sich. Und was soll das hier genau sein? Ist das? Ach so, das ist irgendwie so eine Übersicht über die Satelliten, glaube ich. Ich dachte, das wäre jetzt hier einfach nur, damit es fancy ist. Weißt du? Einfach so ein bisschen angeben, aber nee. Das ist nur so ein Hologramm mit den Positionen der Satelliten. Na gut. Und wird da hoffentlich gleich noch einer dazukommen. Irgendwie. Was hier? Hier kann man beobachten. Hier ist das ein Knopf oder ist das ein Lämpchen? Ich weiß es nicht genau. Wollen wir aber erstmal alles genau angucken. Das sind die Schienen. Das hatten wir. Ja. Yeah. Been there. Das hatten wir schon. Na gut, dann. Aha. Von mir aus. Gut, dann haben wir schon mal festgestellt, dass das nicht geht. Dann probieren wir halt mal. Ist das hier der eine Mach-mich-glücklich-Button oder was? Für das ganze Ding hier? Na gut, von mir aus. Probieren wir es. Oh ja. Festhalten. Und ab geht die wilde Fahrt. Vielleicht soll ich da nicht hinsehen. Das wird gleich sehr hell bestimmt. Yeah. Fliegt sehr langsam. Aber ist okay. Oh ja, tatsächlich, sehr hell. Oh, jetzt stellen wir fest, scheiße, Satellit vergessen. Naja. Egal, wir haben hier bestimmt noch irgendwo eine rumstehen. Oh, schön. Das war's. Also ja, jetzt haben die ja keinen Grund mehr, hier uns zu verfolgen und zu töten und so. Jetzt ist ja eh erledigt, ne? Ehrlich gesagt bin ich mir nicht ganz so sicher, was jetzt die Idee ist von diesem Satelliten. Aber hey, Hauptsache wir haben ihn mal oben. Hauptsache es sah fancy aus. So, der war eben schon da.
der sich nicht bewegt. Da ist irgendwie, das Kreuz markiert den Schatz oder so. Na gut, von mir aus. Das Kreuz da, wo wir jetzt gerade sind oder so. So, nun. Wieder zurück. Komm, probieren. Speicher hier mal. Und hüpf. Gut. Gut. Ich hätte hier gern eine Taste wie in Minecraft, dass man nicht runterfallen kann, weißt du? Über die Kante hier. Vielleicht geht das irgendwie. Was passiert, wenn ich Steuerung und Shift gleichzeitig gedrückt halte und so ganz, ganz langsam gehe? Bestimmt werde ich runterfallen. Von daher, ich mache das jetzt mal nicht. Das haben wir gleich wieder ein Aua. Jo. Wenn sich ein Upsi vermeiden lässt, dann macht er auch hier das ganz gern mal. Also macht er wirklich. Man merkt es nur nicht. Ne? Aha. Ach, jetzt ist es immer noch zu. Oder wieder zu, besser gesagt. Ich dachte, wir könnten da jetzt lang. Ist das richtig, was ich hier gerade mache? Oder müssen wir irgendwo anders hin? Wir können es ja mal versuchen. Ja, ob wir überhaupt wieder zurückkommen. So. Oh, jetzt haben wir natürlich... da hat sich was verändert. Natürlich haben wir jetzt immer noch unseren Kollegen hier, nehme ich an, warm. Speichern. Ja, das gefällt mir nicht. Können wir denn endlich mal was gegen den unternehmen? Wir können es natürlich noch mal versuchen. Eigentlich würde ich ihm gerne sowas da reinlegen, ne? Irgendwie. Aber von hier aus... Boah, ist er gemein. Ich versuche mal so ganz steil zu werfen. Nee. Im Leben nicht. Was ist denn jetzt die Idee? Wahrscheinlich zurück und dann... Oder müssen wir da rein? Alter, der ist so ätzend, ne? Können natürlich auch mal versuchen, einfach hier zu rennen. Ja. Ja, wenn es nur der eine Schuss war, dann von mir aus. Das eine Schüsschen. Gut, dann abwärts. Oh. Läuft. Gucken, ob das letzte Mal war, dass wir den gesehen haben. Ja, das nehme ich. Bei Moon-technisch, ja eben, Moon-technisch geht so einigermaßen, aber so ein bisschen was für einen Anzug ist halt auch geil, ne? Nehme ich gerne. Ja, gut, hier diese Dinger können wir natürlich auch mitnehmen. Ja, genau, eine haben wir verwendet und sind schon wieder voll. Natürlich. Aha, hier ist ein Aufzug und da ist wieder ein Gefährt. Sehe ich das richtig? Das ist mal ein anderes Gefährt, wa? Sogar hier haben wir voll krass. Ah, cool. Voll der, ja, so ein Minenfahrzeug irgendwie, ne? Gut, dann auf geht's. Ich sollte mich vielleicht besser ausrüsten hier. So, voll der Panzer, ja cool. Das gefällt mir gut. Gucken, ob es was nutzt. Gleich fliegen bestimmt, Festnahme ist dieses Kapitel benannt. Aha. Gleich fliegen uns bestimmt wieder die Raketen um die Ohren, könnte ich mir vorstellen. Hallo? Ich habe keine Kontrolle. Ich habe tatsächlich keine. Ich glaube, so war es gedacht. Ach so. Gut. Haben wir denn, da könnten wir irgendwie entlang. Ist das so gedacht? Ich bin mir ja nicht so sicher. Ah, hier kann man raus. Okay. Interessant. Und hier? Ja, shit. Ich bin ja schon neugierig, ne? Warte mal kurz. Wir machen hier mal eine Speicherung. Ich will da mal eben lang schwimmen. Gucken, was passiert. Hier. Da. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Kommt man hier auch raus und komme ich da auch rauf? Ja. Gut, hier hätten wir ein bisschen Moon, aber sind eh voll. Es sei denn, ich habe natürlich wieder vergessen nachzuladen. Nö. Leider nicht. Na gut. Machen wir noch auf. So. Ja. Da könnte man was aufsammeln, aber nee. Gut, naja, zumindest haben wir überlebt. Das hat Vorteile. Machen uns die Viecher was? Ich bin mir da immer noch nicht so sicher, ne? Jetzt nicht drauf geachtet. Es kann sein, dass wir eben noch 15 hier Anzug hatten. Armor quasi. Und ansonsten ist hier noch irgendwo was. Hier kann man entlang. Ja, hier kann man auch hoch, aber hier ist eher nichts, ne?
Das Labyrinth. Was ist denn da geschehen? Hier kommen wir aber nicht raus, ne? Aha. Ja. Jetzt wird es ein bisschen eng. Ach, weißt du was? Ich lade nochmal. Fangen wir nochmal von hier an. So. Gut. Dann. Ja, dann weiter. Was zum Teufel? Ach so. Da ist aber gar nichts zum Rausklettern. Und wenn ich hier einmal im Wasser bin, ich glaube, da kann ich nicht so einfach hochjumpen, ne? Ich vermute mal nicht. Ist hier noch sonst irgendwo entlang? Hier? Ah, ja. Oder waren wir hier eben? Kann auch sein. Hier ist das. Ach so, hier ist. Ach so, das ist das. Ja, das haben wir eben gesehen. Durchaus. Entschuldigung. nee. Ich hier einmal oben hin eher. Ich will noch mal probieren, wenn wir jetzt gerade hier sind. Kann ich hier so weit rausjumpen, dass ich hier hochkomme? Hüpf. Nö. Nee, ich glaube nicht. Nö. Scheint nicht zu funktionieren. Na gut, dann eben noch mal hier hoch. Oder da unten war irgendwo ein Weg, den ich eben nicht gesehen habe. Weiß. Huch! Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung, aber wir können es mal versuchen. Ups, ja, schön. Cool. Mehr Glück als Verstand wieder mal. Ah, da ist jemand am Speisen. Sollen wir ihm Gesellschaft leisten? Warum eigentlich nicht? Immer wieder Zeit für neue Freunde hier. Ja. Wir haben ihm ein bisschen Entspannung gegönnt. Schon mal ein kleines Haierschlafi. Huch! Die sind nicht so sonderlich aufmerksam, ne? Also ich auch nicht. 3 Schuss, ernsthaft. Aber manchmal, die sind schon so ein bisschen lahm. Bisschen verpeilt, wie der Ochi. Sind die mir gleich sympathischer. Der hatte hier sonst nichts, ne? Gut. Einmal nachladen. Falls wir hier doch noch was aufsammeln könnten. Gut. So, jetzt sind wir noch eine Etage höher. Aha. Das ist an sich ganz gut. Und was ist hier gleich die Idee? Achso, wir können dann, naja, wir können da runterjumpen, ne? Das, ja. Das ist im Bereich des Möglichen. Dann sind wir quasi über diese Mauer da gewandert. Hier einfach runter oder da ins Wasser? Bin mir nicht so sicher. Hier macht es auch bestimmt Aua, wenn ich da runterspringe. Oder hier einmal auf die Mauer. Oder einmal so. Ja, dann haben wir nämlich hier noch die Möglichkeit. Wir haben die Option, uns hier einmal anzugucken, was hier ist. Ist aber nichts. Gut. Aber wir haben es versucht. Speichern und rein ins kühle Nass. Wenn es denn mal kühl ist. Ja. Hier lang. Ich sollte mich ein bisschen beeilen, ne? Ich glaube schon. Oh, okay. Neuer Abschnitt. Ist hier. Nein. Kein Sauerstoff. Okay. Jetzt ist Zeit für Panik. Ja. Deutlich Zeit für Panik. Leute. Kriege ich wenigstens Health zurück? Health zurück, wenn ich jetzt hier hochgehe? Ja. Ja, langsam. Hui. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich könnte da etwas übersehen haben. Ja, es lädt sich noch auf. Wir können natürlich nochmal speichern und einfach nochmal zurück. So. Nochmal zurück, nochmal gucken. Nochmal Kamikaze hier. Egal. Mal in Ruhe umgucken, also relative Ruhe. Ist hier was? Ja. Okay. Hier nicht. Hm. Ah, aber hier geht's nicht wirklich weiter, ne? Ist das nur Verarsche? Ernsthaft? Können wir hier durch? Hm. Wahrscheinlich nicht. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Freeman. Hier durch? Hm.
Nochmal. Ich will das nochmal erleben. Weil es so schön war. Wo könnte man noch lang? Hier? Kommen wir hier durch? Können wir hier aufmachen? Na. Nee, nicht so wirklich. Gut, hier haben wir uns eben durchgequetscht. Nee, ja. Ja, in der Tat. Hier waren wir drin. Ja. Ich glaube, viel mehr ist hier auch nicht. Können noch mal ganz kurz hier hinter gucken. Nee, gut. Dann ersparen wir ihm mal den langsamen, qualvollen Tod und machen hier weiter. Ich hoffe, das ist okay, wie ich so mit dem Schnellspeicher und Laden umgehe. Es hat sich inzwischen... Meine Regel hat sich da so ein kleines bisschen aufgeweicht inzwischen. Das nicht unnötig zu verwenden. Hi. Hallo? Ah ja. Na, bist du lieb? Also, ist er zumindest lieb, solange wir noch hier draußen sind. Aus seinem Territorium. Ah, was ist das hier wieder? Aha. Jetzt noch irgendwie weiter. Ich hasse Wasserlevel. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, habe ich. Ich sag's trotzdem. Oh, immer wieder gern. Oh, hier funktioniert die Waffe nicht. Ah, so. Ja, schön. Ah, wir sind aber hier in seinem Becken, ne? Ja, das probieren wir gleich nochmal. Ich will mal ganz kurz verifizieren. Ja, wir sind hier in diesem Becken. Alles klar. Wir können uns hier natürlich hochziehen lassen. Kann ich dann irgendwie runterjumpen? Also ja, kann ich. Nur nicht so, wie ich dachte. Nee, okay. Also, wir müssen höchstwahrscheinlich da irgendwie weiter. Und dann frage ich mich natürlich, können wir ihm denn überhaupt schaden? Das ist erstmal so die Sache, die Frage, die ich hätte. Geht's hier lang? Aha. Hi. Ich würde mir eigentlich ganz gern das Health zurückholen. Das war ja eben so eigentlich nur ein kleines Experiment. haben wir das sogar noch gesehen. Sehr schön. Ah, und da ist eine... Ach so, da ist so eine Harpune. Die brauchen wir auf jeden Fall. Ups. Bin da gerade ein bisschen reingelaufen. Egal. Ich gehe aber erstmal zu dem Kollegen hier. Ist doch klar. Erstmal Hallo sagen. Das ist überraschend, ja. Sie behaupten zwar, dass Sie es aus dem Challenger-Graben heraufgeholt haben, aber ich wette, dass dieses Ding bis vor einer Woche noch niemals in einem Gewässer auf der Erde herumgesprungen ist. Im Haikäfig ist ein Betäubungsgewehr. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das bei dieser Spezies funktioniert. Sie dürfen das aber gerne ausprobieren. Also in dem Käfig da, oder wie sieht's aus? Ja, sehr gut. Frage beantwortet. Nee, ich lade mich hier erstmal auf. Und er wird uns sicherlich nicht sehr weit folgen. Ah, einmal voll Health und voll Armor, ne? Das wäre die Maßnahme überhaupt. Aha. Er schubst uns da gleich runter, bestimmt. Ich werde warten. Das ist eine gute Idee. Kommen wir denn da irgendwie von hier aus ran? Ja, vielleicht. Was ist das denn hier für ein komischer Aufbau? Das ist ja ganz merkwürdig. Hier haben bestimmt die Astronauten irgendwie trainiert oder so, weißt du? So, ja. Sehr gut. Oh. Ach so. Ja, schön. Sind wir hier sicher? Bleib mal ruhig, Junge. Kann ich zoomen? Ja, kann ich. Aha, das ist schon mal gut zu wissen. Brauche ich natürlich jetzt nicht unbedingt. Okay. Bisschen Bug-Using. Alter, beruhig dich. Dafür sind die Pfeile da. Oh, und ich ertrinke. Das ist ja nicht so gut. Kann ich denn... Ich würde mir natürlich schon gern Health zurückholen, aber... Vielleicht sollten wir uns andererseits beeilen. Ja... bleibt das jetzt so? Nee, bleibt's nicht. Ah, shit. Ja, blöd. Blöd. Und hier ist auch nur Moon. Hier ist nur Moon? Ernsthaft? Nee, hier geht's weiter. Sehr gut. Okay, so. Schön. Dann einen Moment warten, bis er sich wieder regeneriert hat, wie auch immer das funktioniert. Ja, gut. Ja,
Mag sein, dass das ein temporärer Effekt ist. Ne? Er ist gerade ein bisschen benommen oder so. Es wird dann schon wieder. Okay. Ach so, hier ist die Tür ist hier rausgenommen worden, wie es aussieht. Alles klar. Nachgeladen ist. Es sollten wir aber jetzt nicht zwingend die ausgerüstet haben. Das ist auch auf der 3. Ne? Ist eigentlich ganz gut gemacht hier mit der 1 bis 5. Da muss man nicht wie in Doom 3 irgendwie bis zur 0 rübergreifen, weißt du? Ja, man hat etwas direkteren Zugriff. Der Ochi wird sowieso nie dran denken, den auch mal zu benutzen, aber theoretisch ist es eine gute Idee. Ja. Okay, so, hier geht's auch entlang. Aha. Ja, könnte man versuchen. Könnte man an sich versuchen. Und was ist hier? Hier ist auf jeden Fall verseucht. Da müssten wir dann ja auch irgendwie zu diesem Becken kommen, oder? Also ich weiß nicht genau. Mal gucken. Oh. Weil wir gar so viel Shotgun haben, ey, ganz ehrlich. Wir können die auch einfach mal verwenden, ne? Oh! Oh! Oh, das wollte ich nicht. Okay. Ich lade mal ganz in Ruhe nach. Ja. Soll ich hier mal speichern? Ich bin mir ja nicht so sicher. Und dann... Wie ist das eigentlich, wenn ich so wechsle? Achso, dann ist er wieder bei der ersten Waffe. Okay. Ah, dann eben so. Ja. Oh, das war's echt. Hat der Ochi mal getroffen? Das ist ja unfassbar. Unfasslich überhaupt. Da ist noch was. Da ist noch jemand. Oh, da oben. Okay. Mhm. Schön, aber... Oh, 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 lass mich in Ruhe. Ich dachte, wir hätten schon alle, aber nee, nee, ich war ja noch nicht fertig. Naja, gut, aber hier kamen wir eben runter, ne? Genau, genau, genau. Alles klar, ich hasse diese Dinge, ist alles so eklig. Oh, die sind süß. Die mag ich irgendwie. Aber diese ganzen Dinger, die sich auf den Kopf setzen und so, die mag ich nicht so. Und die Köpfe abbeißen. So, ist das... Wow, hier ist glatt. Ist das jetzt der Raum, wo wir eben da hinten standen? Könnte halt sein... Weiß nicht genau. Weiß nicht genau, ist auch egal. Wir probieren jetzt einfach mal, ob wir irgendwie... Haha, weiterkommen. Ha, 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 ha. Alter, 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 Alter. Ich kann mich jetzt leider nicht sehr viel bewegen hier, ohne runterzufallen. Das ist das Problem. Hier ist die Leiter wahrscheinlich eher zum Hochkommen als zum Runterwatscheln. Ne? Hier hatte ich ja echt Glück, dass ich gerade so da stand, dass ich nicht runtergeplumpst bin. So. Optimismus. Nee, da waren wir dann eben nicht da, glaube ich. Wir müssen da hin. Ja. Okay. Okay, okay, okay. Das gefällt mir jetzt allerdings nicht so. Dann besser da lang. Vielleicht. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So. Direkt da durchjumpen. Probieren wir es. Hui. Ja. Alles klar. Da kann man irgendwie lang. Hier ist... Was ist denn hier? Ist das eine Tür? Sieht aus wie eine Tür, aber ich komme nicht durch. Da hoch, da hoch werden wir nicht kommen, das glaube ich nicht. Also bleibt nur dieser Weg hier. Oh, es geht aber. Okay, 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 okay. Gut. Kommen wir hoch. Ups, ja. Boah, da ist er ja schon. Ui, 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 ui. Er war schnell. Ah, da war doch jemand. Ich habe es doch ganz genau gesehen. Ah, der war hier aber schneller da. Als ich dachte, Generator Control. Uah. Das war gar nicht der, wa? Ah, sein Kumpel. Yep. Okay. So. Und weißt du was? Wenn ich so auf die Uhr gucke, wir haben hier gerade einen Moment Pause hier. Zwischen diesen soliden Betonwänden. Von daher, ich mache an dieser Stelle mal einen Folgencut. Im Stream geht es natürlich gleich weiter. Aber in der Aufnahme bedanke ich mich schon mal recht herzlich fürs Dabeisein. Hoffentlich seid ihr demnächst auch wieder mit dabei. Bis dann, macht es gut und tschüss.